Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, ihr seht schon, wir haben heute wieder richtig nices Wetter. Das heißt, wir machen mal wieder ein Wasserbomben-Video, aber kein normales Wasserbomben-Video, und zwar ein Wasserbomben-Special. Freunde, wir haben sehr, sehr viel Schleim heute am Start und unsere Wasserbomben werden wir heute mit Schleim befüllen und richtig viele coole Experimente machen. Und dann würde ich sagen, zeigen wir euch, was wir alles am Start haben. Vergesst auf jeden Fall nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und Professor Chris, was haben wir alles am Start? Wir haben auf jeden Fall große Wasserbomben, dann eine Regenbogenwasserbombe. Wie klingt? Regenbogenwasserbombe. Dann haben wir auf jeden Fall Schleim, aber anfangen werden wir mit der Orangenwasserbombe. Wir fangen jetzt mit der Orangenwasserbombe an. Erstmal nur mit Wasser als Aufwärmung, aber danach kommen richtig heftige Schleimexperimente. Und ich würde sagen, bei der ersten darf Chrissy reinspringen. Bist du bereit? Ja, warte. Ich mach schon mal an die erstmal rein, stimmt? Zack. Zack. Halt fest. Halt fest. Oh mein Gott, Freunde, es geht los. Oh nein, 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 nein. Oh, oh Mann. Ja. Ah. Leute, die ist echt gefährlich. Das große Problem ist, dass diese Wasserbombe, der Verschluss ist kaputt. Das heißt, würde ich jetzt meine Finger loslassen, würde die einfach so ein riesiges Loch haben. Das heißt, wenn ich nachher gleich loslasse, du musst einfach irgendwie deinen Kopf oder so reinmachen, damit wir sie wenigstens noch ein bisschen ausnutzen können. Freunde, besser geht's jetzt nicht. Ich würde sagen, wir nutzen sie einfach aus. Chrissy springt einmal rauf. Aber wie soll es auch eigentlich anders sein? Bei jedem Wasserbomben-Video ist die erste immer ein Fail. Also die Tradition wird gerecht. Chrissy bereit? Jawohl. Ich würde sagen, dafür, dass die kaputt war, haben wir die auf jeden Fall richtig schön ausgenutzt. Und jetzt geht's weiter mit der ersten großen Wasserbombe. Die werden wir auch nochmal mit Wasser befüllen. Und ich würde sagen, da darf ich mal raufspringen, oder? Ja. Okay. Oh Mann, Junge! Ich bin echt gespannt, wie groß die wirklich wird. Aber Freunde, zum Glück ist der Schlauch immer explodiert, weil es ist so heiß in der Sonne, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Leute, die Wasserbombe ist jetzt schon extrem riesig und ich hoffe, sie geht nicht frühzeitig kaputt, damit Winnie da noch reinspringen kann und auch er sich mal von der Sonne erholen kann. Buchen Sie jetzt den Erholungsurlaub mit der Wasserbombe. Jetzt geht's los, Leute. Ich werde jetzt gleich mit dem Rücken von der Leiter auf diese riesen Wasserbombe raufspringen. Und das Ding ist, das wird wieder echt heftig ziehen. Aber es lohnt sich, weil der Slow-Motion-Effekt wird echt heftig aussehen. Und ich sage immer echt heftig. Und deswegen werde ich jetzt beginnen. Yo! Aber sie ist kaputt gegangen und mein Rücken. Oh. Aber es hat sich gelohnt, Freunde. Die letzte Wasserbombe war echt heftig. Aber Chris und ich haben sich gedacht, dass wir jetzt erstmal eine Runde nochmal in den Pool gehen werden. Weil es ist einfach so heiß, bestimmt 34 Grad oder so. Und deshalb gibt es jetzt eine richtig heftige Pool-Session. Wow, Junge! Leute, das war schon mal eine schöne Abkühlung, aber die Abkühlung wollen wir teilen, deshalb haben wir jetzt Foxy geholt. Und der Ehrengast wird jetzt auch schon auf die Leiter getragen. Ich guck immer hier. Na du, wie geht's dir? Das war auf jeden Fall eine richtig schöne Abkühlung und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit unserer ersten Schleimwasserbombe. Hier haben wir pinken Schleim und eine schöne weiße Riesenwasserbombe. Wir machen den Schleim da rein, da kommt Wasser rein und wir müssen sie diesmal sogar noch ein bisschen größer machen als die andere. Dann werden wir sie hochwassern und mal gucken, wie heftig der Effekt einfach sein wird. Ne? Ja. Also los geht's. Yo. Yo. Junge, die alles wird so rein. Heftig. Freunde, die erste Schleimwasserbombe. Ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird. Vor allem ist es eine richtig große Packung Schleim gewesen. Ja. Man sieht aber schon richtig gut, dass das hier pinker Schleim ist. Und ich hoffe nicht, dass wir nachher vom Trampolin runterrutschen, weil du weißt ja, das wird so rutschig, stimmt, wenn die erstmal explodiert ist, ne? Ja. Aber ich bin auch mal gespannt, diesmal auf den blauen Schleim. Wir hatten noch nie einen blauen Schleim. Ja. Schaut euch einfach an, wie riesig die jetzt schon ist. Und man sieht es richtig, da ist heftig viel Schleim drin. Und ich hoffe, dass die Konsistenz schön dick ist, ne? Ja. Damit das richtig cool aussieht in Slow Motion. Also, ich ziehe jetzt raus und ich hoffe, dass alles gut läuft. Oh, ist das jetzt schon rutschig? Es hat alles geklappt. Hier ist die Wasserbombe und die werden wir jetzt hochpushen. Ich glaube, das wird der heftigste Slow-Motion-Effekt, den wir jemals gesehen haben. Ja. Also, let's go! Ah, ah, wow.
Jo, guckt euch das an! Leute, guckt euch das an! Das ist gar kein Schleim, sondern einfach Slushy. Stimmt. Ey, wir haben dieses andere. Yo. Ey, Freunde, das hat so eine nice Konsistenz einfach, wie schön sich das anfasst. Yo, der Effekt war ja schon mal ultra heftig. Und Freunde, jetzt haben wir uns gedacht, das hier ist wirklich eine Tüte Schleim. Also bin ich mir relativ sicher. 90% ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Schleim ist. Und wir werden jetzt so eine Wasserbombe füllen, die ist noch ein bisschen dehnbarer. Das heißt, das wird wahrscheinlich die größte Schleimwasserbombe der Welt. Ja. Bist du bereit? Ja. Dann geht's jetzt los, der Schleim kommt rein und ich kriege ihn nicht auf. Yo, Freunde, das wird richtig nice. Einfach lila der Schleim mit Glitzer. Der Schleim sieht einfach jetzt schon übelst nice aus. Lila, meine Lieblingsfarbe. Und Freunde, ich bin mir zu 100% jetzt wirklich sicher, dass das Schleim ist, weil ich merke schon an der Hand, einfach ein bisschen paar Pinsel draufkommen und es ist schon total glitschig. Ja. Das heißt, das wird so heftig. Oh, ist das schon schleimig, Freunde. Ey. Oh, sieht gut aus. Ah, ist das glitschig. Junge. Oh, okay. Zack, drin ist der Knoten. Jetzt ganz vorsichtig aufstehen, Chrissy, komm. Okay. Chrissy! Oh, jo! Das geht jo. Schnell! Jo! Oh, jo! Jo! Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie rutschig das jetzt hier einfach ist. Und ich würde sagen, wir machen gleich die nächste und diesmal mit grünem Schleim, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Und bei der werden wir einfach beide zusammen raufspringen oder nur einer. Ja. Mal gucken, ne? Ja. Junge, du machst die Hälfte daneben. Das tut mir leid. Egal, das wird trotzdem was. Oh Mann, Junge. Die ist einfach noch größer als die davor. Ja. Und Freunde, wir haben uns gedacht, ich werde draufspringen. Chrissy muss auf dem Trampolin Sicherheit stehen, damit ich nicht runterrutsche, weil das so rutschig ist. Und dann würde ich sagen, ich werde jetzt probieren, den Knoten reinzumachen und dann springe ich darauf. Nein! Junge, das ist so rutschig, wie soll ich das jetzt jemals hinbekommen? Ey, das ist so rutschig. Da kriege ich doch keinen Knoten rein. Der Knoten ist zur Hälfte drin, aber wir haben es geschafft, eine riesige Schleimwasserbombe. Oh, wünsch mir Glück und dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und... Jo! Leute, zum Glück ist Winnie da jetzt nicht in die Federn reingefallen, aber es war auf jeden Fall ein nice Effekt und wir haben jetzt auch hier eine zweite Wasserbombe. Und zwar werden wir diese Wasserbombe auf das gefährlichste Trampolin draufwerfen. Das wird nämlich einen richtig heftigen Slushy-Effekt geben mit blauem Slushy-Schleim. Männer, mehr blauer Schleim. Ah, perfekt. Oh, komm, wie blau das schon ist. Jo, stimmt. Einfach ein grüner Luftballon und jetzt hat er sich getarnt so. Leute, wir haben uns jetzt nochmal gedacht, wir werden jetzt hier die lilane Wasserbombe auch nochmal mit grünem Schleim befüllen. Dann werden wir sie auf dem Airtrack platzen lassen, damit wir dann schön auf dem Airtrack sliden können. Leute, Winnie durfte auf die letzten Wasserbomben raufspringen, deshalb darf ich jetzt zum krönenden Abschluss auf die Wasserbombe hier raufspringen. Ich mache einen Vorwärtssalto, komme mit dem Rücken auf und hoffe, dass sie explodiert. Oh, yo! Yo! Heftig. Junge, wie clean einfach! Und jetzt haben wir eine Wasserrutsche! Leute, ich würde sagen, das war nochmal ein richtig cooler Abschluss. Also, ja. Das hat wieder übelst Bock gemacht, hier auf den Airtrack mit dem Schleim zu rutschen. Ja.
Und wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Und abonniert, falls ihr es nicht gemacht habt. Und dann würden wir schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.